sind wieder da, Bitches. Schießen sie sich gegenseitig die Kanonenkugel. Wow. Ich auch. Lasst mal, ich will das auch mal probieren. Ich will das auch mal probieren. War wieder zu weit gedreht. Hey. Warum kann ich nicht in die andere Kanonenkugel schießen? Aber die können das. Fragen über Fragen. Bin ich einfach zu stark? So ein Quatsch. Wir gehen jetzt einfach hier rein. Oh, schöner Sonnenuntergang. Klippenstadt. Das klingt nach vielen Toten. Das gefällt mir jetzt schon nicht. Klippenstadt. Das war auch gerade ein bisschen am Dodgen. Ah, herrlich. Je fais pipi. Du fais pipi. Oh. Es sind also wir beide. Du und ich. Und niemand hinter uns, außer ein paar Juwelen. Arriba! Ich glaube, die konnte man mit Feuerspeien nicht töten. Da hat sich nur der Mantel ein bisschen erhitzt, das wollte ihn aber irgendwie wurscht. Dann gab es noch irgendwelche mit Kochen, mit einem Kochtopf. Ja, die konnte man nicht mit Feuer töten. Jetzt brauche ich wieder was von meinen Sparks. Hier müssen wir nicht lang fliegen. Gehen wir hier rein. Schade. Ist noch irgendwas Verstecktes? Ja. Ganze zwei Juwelen. Hello, little. Naja. Entschuldigung. Ich habe schon wieder Steam nicht ausgemacht. Es regt mich auf. Es tut mir leid. Aber nun ist es zu spät. Ich habe auch noch die ganze Zeit dran gedacht, denk an Steam, denk an Steam. Und dann irgendwie. Nö. Ist auch ein Eierdieb. Irgendwo. Ja. Ja, ich habe ihn schon gehört. Wir machen aber erstmal alles andere hier. Na? Hallo? Hallo? Da oben war das irgendwo. Guckt euch mal die ganzen Adler an. Ich hab jetzt schon irgendwie Hass drauf. Ja, hallo? Du auch? Hallo. Wie soll man eine Metallrüstung mit Flammen angreifen? Denk dran, Spyro. Flammen nützen nichts gegen Metall. Aber ein Angriff mit deinen Hörnern sollte wirken. Findest du das etwa witzig? Ich kenne deine Laufroute nicht, das ist fies. Hallo? Soll ich denn den einholen? Auch einmal einen richtigen Winkel. Die Ecke ist gefährlich. Ja, ist aber auch kurz hängen geblieben. Awesome, Julian. Oh, danke schön. 5 Eier haben wir jetzt schon. So, jetzt holen wir erstmal die restlichen Juwelen hier. Hier war auf jeden Fall noch ein kleines Depot. Ich höre etwas, sehe aber nichts. Darüber müssen wir. Nein! Oh nein! Ruhig bleiben. Wenn es so weitergeht, müssen wir halt mal ein paar Leben sammeln gehen. Wir haben noch 7 Stück. Sind zwar bald wieder bei 8. So geht's zum Beispiel. Es nervt. So kleine Fehler sind halt echt immer ärgerlich.
Ich höre schon wieder aufs Rennen. Nee, 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 nee. Was? Stopp, ich will mir nur deinen Punkt fürs Leben holen. Ich zeig jetzt mal ein paar Manieren. Ich glaube, andersrum schon mal besser gekommen, ne? Ich wollte dich gar nicht jagen. Ich will dich gar nicht. Mach mal kaputt. Nice. Schade. Machen wir mal wieder so rum. Ich will den irgendwie haben, weil das Geräusch mich aggressiv macht. Ich will ihn doch nicht haben. Das ist immer langsamer. Aber jetzt geh mal kurz Gas und zack, ist er verwirrt. Ich will gar nicht zu dir. Ich will da rüber. Ich hab da ein paar Juwelen vergessen. Seht ihr? Und dann gibt alles Sinn. So, 118. Gehst mir auf den Sack. Mit deinem. Ja, genau damit. Können wir noch irgendwas machen? Kann man darüber? Bestimmt von da drüben dahin gleiten. Das heißt, wir gehen erstmal da hoch. Warum habe ich das Ding vor uns nicht gesehen? Ist wichtig. Das ist ein ganzes Leben gewesen. Davon brauchen wir bestimmt noch 9 in dem Level. Warum kam da jetzt eine Wähle raus? Das verstehe ich nicht. Beschütze deine alte Big Mama. Erinnere mich alles ein bisschen an Mexiko. An Mexiko. Ich glaube, von hier musste man darüber gleiten. Und von darüber, darüber. Hier oben ist aber noch ein Drache. Drache, erwache! Nein, okay. Nee, nee, nee. Das Geräusch von den Juwelen ist auch geil. Geht schon nach Hause. Hallo. Enzo. Hey, was ist auf der anderen Seite vom Fluss? Gleite doch hin und finde es heraus. Wow. Nie so viel Hilfe bekommen wie sonst. So. Das heißt, wir brauchen jetzt. Wir haben jetzt knapp die Hälfte geschafft. Sind wir von hier rüber geklitten? Ja, ist man. Ich glaube schon, dass man das schafft, aber da muss man halt einen kürzeren Weg nehmen. Schon wieder knapp. Nee, das wird was. Warum kann ich das nicht von Anfang an so machen? Wieso? So, hier ist noch ein grüner. Hier kommt man wieder nicht lang. Wollte ich nur ausprobieren. So, zack, wunderbar. Seid mal bitte nicht so aggressiv, okay? Vögel. Ich habe ein Herz für Tiere, aber wenn das so weitermacht, nicht mehr zu euch. Chamäleon? Danke. Mach das jetzt immer mit Sprungangriff. Fühl ich mich sicherer. Trophäe erhalten vom gleichen Schlag. Ich habe schon wieder gespuckt. Darüber müssen wir auch noch gleiten. Oh, herrlich. Erstmal alle Drachen. Können wir weiterreden. Marco! Du bist am höchsten Punkt der Kleppenstadt.
Von hier aus kannst du fast jeden Ort erreichen. Ich würde den Wirbelwind da drüben nutzen. Danke für den Tipp. Allerdings... Ah, jetzt können wir hier direkt hoch, müssen wir mal gleiten. Was ich ein bisschen frech finde, ist höchster Punkt. Ich will ja nicht sagen, dass das der höchste Punkt ist, aber da drüben sind bestimmt Millionen Positionen, eigentlich schon endlich Positionen, die höher sind. Aber das ist nur meine Meinung. So, nehmen wir mal dich mit. Das sind 10. Nochmal 10. So. Du. Es müssen ja noch einige Juwelen versteckt sein. Aber wo? Das geht schon mal hervorragend los hier. Wenigstens müssen wir nicht mal rübergleiten und dabei sterben. Finde ich sehr freundlich, dass Activision da an deine Kackklappen gedacht hat und uns eigentlich auch unterstützt damit. So. Suchen jetzt nach 50 Juwelen. 50. Wir haben einen Schlüssel gefunden, glaube ich, ne? Ein Schlüssel. Hinten sind noch welche. So. Auch noch 48, das beruhigt mich natürlich massiv. Die Truhe eigentlich noch geholt? Weiß ich nicht. 46 fehlen uns noch. Hallo? Hallo? Können wir die Kessel irgendwie kaputt machen? Ich meine, wir reden ja von 46 Stück. Aha, da gab es nochmal einen. Jetzt müssen wir nochmal zu jedem Kessel hin und den wenigstens anfeuern. Nee, ja, komm. Kopf zu. Den Wirbelwind können wir auch mal benutzen, ne? 5. Fehlen uns immer noch 40 Stück. Ja, wird uns, glaube ich, nichts mehr geben. Den haben wir schon. So. Ja, glaube ich auch nicht. Die 40 Juwelen. Naja, da hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können bei der Animation. 40 Juwelen. Hier gibt es mal 2, das könnt ihr euch mal. Sind es trotzdem noch 67? Geh nochmal drüber auf das andere. Hier gibt's nicht. Da gibt's auch nicht. Da gibt's auch nichts. Ich meine, es sind echt viele Juwelen. Müssen wir ja was Großes übersehen haben. Ich bin der Meinung, wir haben irgendwo einen Schlüssel herbekommen. Aber lasst euch bitte nicht auf meine Aussage. Ich sehe hier auch keine weiteren Juwelen.
Ich höre hier auch noch Raben, die nicht existieren. Das macht mich mehr kaputt. Ja, ist ja schön, dass du mich begrüßt. Wo sollen wir die Juwelen noch herbekommen? Wo? Vor allen Dingen, wir sind bei 33 Stück. Bei 33. Können wir hier irgendwie in eine Tür rein oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir reden ja von wirklich von 33 Stück. Das ist ja eine Anzahl. Gut, das können drei gelbe, ein grüner und ein. Lass mich in Ruhe sein, aber. Nicht. Sieht nicht so aus, ne? Weil ich das. Wir müssen ja mal da hingleiten. Kommen wir da irgendwie hin? Wir probieren das jetzt. Ich habe nämlich eine Idee. Wie weit komme ich denn hier rein? Ist hier Schluss? Ja, das sollte reichen. Ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass das reicht. Doch! Aber wir haben es gelöst. 100%. Jetzt geht's Abfahrt nach Hause. Also nicht nach Hause, sondern in die Zwischenwelt. Du und nach Hose. They see me spinning. Geschafft, die Klippenstadt. Jetzt geht's wieder nach Friedensstifter. Zum Schiedsrichter. Ah. Jetzt haben wir einen braunen Hut. Ist das nicht geil? Variable Hüte zu haben. Mama told me, one day I'm a grow up big and I'm a be a king and my papa told me, it's okay to sit with shit hurts, don't forget your dreams, cause they'll get you through this. So called life, they call living, but I call it strange and I'm